Moin! Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Reihe Tipps und Tricks für den LS17. Ich habe die blöde Frage in einem Video von Fade Action gestellt, warum man ja nicht den Class Cargos zum Abfahren vom Getreide nimmt, warum man dann anderen Anhänger nimmt. Und dann wurde mir gesagt, dass der Class Cargos gar nicht für alle Fruchtsorten funktioniert. Das war mir entfallen, weil bei mir funktioniert der Class Cargos eigentlich für alle Fruchtsorten, weil ich den aber irgendwann mal umgebaut habe. So, ich habe jetzt hier den Original Class Cargos vom Modhoster aus dem Class Cargos 700er Pack und Link steht unten in der Videobeschreibung. Ja, den habe ich mir runtergeladen, habe den jetzt hier und ich will jetzt hier Mischfutter laden. So, ich stehe hier genau unterm Beladetrigger und ich kriege aber kein Mischfutter rein. Ich kann hier die R-Taste fürs Befüllen drücken. Es passiert einfach nichts, es kommt nichts. Warum nicht? Wenn ich jetzt in den Shop gehe, zu den Kippern und dann zu den Class Cargos rüber scrolle, ja, ich habe den 760er, dann sehe ich hier, welche Fruchtsorten der laden kann. Und da ist keine Mischration bei. Ja, der könnte hier Hopfen laden, Hafer, Stroh, Roggen, weiß ich nicht. Naja, ihr seht, was er laden kann, ja? So. Aber er kann zum Beispiel keine Mischration laden. So, schade. Das hat mich gestört, weil ich finde den Cargos eigentlich recht cool. Sowohl vom Aussehen her, ja, als auch, ja, sonst von der Funktion her. Fahre ich den total gerne und deshalb habe ich den mal umgebaut. Und wie das geht, das zeige ich euch. Wir speichern das Spiel. Das mache ich jetzt nur, damit er gleich wieder an der Position steht. Und dann brechen wir das Spiel ab. So, machen wir natürlich auch hier gleich das Fenster vom LS zu. Dauert hier eben eine Sekunde. So, eine Stunde. So, gehen hier raus. So, dann öffne ich meinen Mods-Ordner. Und hier habe ich das Class Cargos 700 Pack. Das kopiere ich mir. Einfach mal hier in einen leeren Ordner. Ich habe hier meinen Tut-Ordner. Und dann entpacke ich das. Ja, alle extrahieren. Jetzt macht er mir ein neues Verzeichnis und da schreibt er mir dann die ganzen Dateien rein. So, das ist das. Was wir jetzt brauchen, sind eigentlich diese XML-Dateien. 740 XML, 750 und 760 XML. Ich öffne die mit meinem Editor Atom. Link ist auch unten. Ihr könnt auch Notepad++ nehmen oder wie das heißt. Völlig egal. Ich schalte mir den Softwrap ein, damit der Zeilenumbruch erscheint. So, die Werte hier oben, die interessieren uns jetzt erstmal gar nicht. Lifetime, das ist der Preis im Shop und so weiter und so fort. Was uns interessiert, steht hier weiter unten. Da steht nämlich Fill-Type Categories. Forage Wagon. Also Silo-Wagen. Ja? Und das ändere ich, dieses Forage Wagon, und trage da Bulk ein. Also, ja, Massengut, also Bulk Carrier sind auch Massengut, Frachter oder so. Ja, Schüttgut, wie auch immer. Ja, das trage ich da ein. Hier nebenan ist übrigens die Kapazität in Litern. Die könnte man dann, wenn man möchte, die auch noch erhöhen. Habe ich auch gemacht, muss ich ja zugeben. Ne, original waren 48.500. Ich habe sie bei mir auf 75.000 erhöht. Jetzt gibt es bestimmt viele, die sagen, völlig unrealistisch. Mag sein. Ich spiele gerne so. Jeder soll so spielen, wie er will. Ich verurteile da niemanden. Ja, möchte aber dann auch nicht verurteilt werden. Ja, müsst ihr wissen, ob ihr da... Ihr könnt da auch 1 Million eintragen, was natürlich gar keinen Sinn macht. Und ja, aber egal. So, hier oben ist wieder der blaue Punkt. Das heißt, das ist noch nicht gespeichert. Jetzt sage ich Save. Und damit das Ganze bei dem 750 XML auch funktioniert, ja, bei dem etwas kleineren, klicke ich hier auf 750 XML, schalte wieder mein Softwrap ein und gehe wieder nach unten. Trage dann hier Bulk ein. Die Kapazität lasse ich jetzt mal. Die Datei speichere ich auch. Jetzt gehe ich noch auf den 740 XML. Klicke einmal hier rein, sage dann Softwrap und trage auch hier
Bulk ein. Wie gesagt, die Kapazität, die lasse ich jetzt hier, weil die Kleinen interessieren mich sowieso nicht. Mich interessiert nur der Große. Aber ich habe jetzt hier auch vorsichtshalber das gleich geändert. Ja, mehr müssen wir hier drin nicht, nicht ändern. Das war's schon. Ja, könnt ihr noch gucken. Wir können uns auch nochmal die Moddesk XML angucken, was da drin steht. Da steht eigentlich nur der Name des Paketes drin. Und wie die einzelnen Dateien heißen und mehr nicht. Da brauchen wir nichts drin ändern. Die Class Cargo 740 XML war noch nicht gespeichert. Jetzt speichern wir die auch nochmal. Sagen Save. Können dann das hier verlassen. Selektieren alle unsere Dateien hier. Sagen rechten Mausklick. Ich benutze 7-Zip. Ihr könnt auch WinZip nehmen oder was auch immer. Link zu 7-Zip gibt es auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt habe ich hier mein Class Cargo 700 Pack und das ziehe ich jetzt hier rüber in meinen Mods-Ordner und ersetze die da vorhandene Datei. Ja, dann kann ich das hier schließen, kann auch das hier schließen, mein Tut-Ordner, das kann ich auch schließen und dann starte ich meinen LS17. Ja, und ihr wisst ja, ihr braucht euch das nicht ganz mit angucken. Ich starte das. So, wir gucken mal im Shop. Hier ist der Cargo 67 und auf einmal sehe ich hier unten jede Menge Fill-Types. Ja, bis zum geht nicht mehr. Und ich sehe auf einmal eine Kapazität von 75.000 Liter. Und da sehe ich für diese beiden, sehe ich auch die ganzen Fill-Types. Das heißt, da wird schon mal richtig angezeigt. Jetzt gucken wir. Ich fahre jetzt hier unter meinen Trigger. Und er nimmt Mischration. So einfach ist das. Ja. Ja, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Mit dem kleinen Trick. Ich wurde gefragt, wie es geht. Ich habe gesagt, ich mache da ein kleines Video zu. Es ist für mich am einfachsten. Es ist einfacher, das irgendwie mit Worten zu umschreiben. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Gerne auch einen Kommentar oder ein Abo ist natürlich auch immer gern gesehen. Schaltet auch gern zu meinen Single-Let's Plays ein. Jeden Tag um 10 Uhr, samstags, sonntags und an einigen Feiertagen zusätzlich auch um 14 Uhr. Und ja, folgt mir bei Facebook gerne. Friesenjung13 heiße ich da. Da kriegt ihr auch Informationen. Da könnt ihr mir auch Kommentare und Nachrichten hinterlassen. Und ja. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal für eure Aufmerksamkeit und sage ciao.